Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der Berichtsantrag Zukunft der Krankenhausplanung orientiert sich tatsächlich an den aktuellen Entwicklungen an drei Klinikstandorten im Land. Die vielschichtig gelagerten Zusammenhänge einer umfassenden Krankenhausplanung aber weisen übereinstimmend eines der Kernprobleme unserer Krankenhäuser auf. Die Länder, so auch Schleswig-Holstein, gewährleisten keine ausreichende Investitionsfinanzierung, woraus in der Folge eine seit Jahren chronische Unterfinanzierung der Kliniken resultiert. Der Bundesrechnungshof beziffert in seinem Bericht aus November 2020 einen jährlichen Investitionsbedarf von bundesweit 7 Milliarden Euro. Dieser Bedarf ist Jahr für Jahr mit 3 bis 4 Milliarden Euro nicht gedeckt und somit ein chronifizierter Mangel. Zumindest tendenziell dürfte das auch bei uns zutreffen, denn die in den letzten drei Haushalten als Krankenhausfinanzierung jeweils eingestellten knapp 90 Millionen Euro fallen mit etwa 4% des Einzelplanes Gesundheit relativ bescheiden aus. An dieser Stelle sei dann auch daran erinnert, dass wir im letzten Jahr allein für die Bettenfreihaltung stolze 287 Millionen Euro aufgewendet haben. Wir sehen also, Geld ist im Zweifel da, Corona macht's möglich. Der Sanierungsbedarf allein der Inlandkliniken Rendsburg und Eckernförde wird durch die Wirtschaftsprüfer von KPMG je nach Variante mit etwa 46 Millionen Euro beziffert und ergibt sich, Zitat KPMG, vor allem aus der schlechten Bausubstanz. In Elmshorn und Pinneberg werden für den geplanten Neubau einer zentralen Klinik durch Sana anstelle der bisherigen Regiokliniken rund 400 Millionen Euro veranschlagt. Und auch hier ein Zitat der Geschäftsführung im Hauptausschuss des Kreises Pinneberg im September. Der zentrale Neubau ist die beste Option, denn das Krankenhaus in Pinneberg ist in absehbarer Zeit überhaupt nicht mehr sanierungsfähig. Marode und nicht mehr sanierungsfähige Bausubstanzen sind auch die Folgen fehlender Finanzierung. Und hier liegt die Verantwortung schon bei zwei aufeinanderfolgenden Landesregierungen, also ganz klar auch bei der Küstenkoalition. Sie lassen hier also auch über das Versagen in der Gesundheitspolitik einer SPD in der Landesregierung berichten. Alle Achtung. Wie reagiert nun eine Klinik, wenn ihr Investitionsbedarf Jahr für Jahr nicht durch das in der Verantwortung stehende Land gedeckt wird? Richtig, wir hörten es bereits, diese Klinik sucht sich andere Finanzierungsquellen, besonders die von den Krankenkassen getragenen Fallpauschalen, den DRGs. Diese kommen dann eben nicht mehr den Leistungen der Behandlung der Patienten zugute. Und das steht natürlich im krassen Widerspruch zum eigentlichen Sinn der dualen Krankenhausfinanzierung. Und deshalb fordert die AfD eine grundlegende Reform der Krankenhausfinanzierung und letztlich auch ein Ende des DRG-Systems. Wie schon benannt, setzt es falsche Anreize, es erlaubt ungewollte Fehlsteuerung und enthält nicht einen einzigen Cent zur Finanzierung von personellen oder sächlichen Aufwendungen für die Vorhaltung von Leistungen, etwa auch in der Notfallversorgung. Unsere Vorschläge dazu liegen ja bereits auf dem Tisch. Der gesundheitspolitische Ball, meine Damen und Herren, liegt im Feld Ihrer Bundesparteien. Dieses Ausweichen oder Zugreifen der Kliniken auf DRG-Mittel führt letztlich auch dazu, dass Deutschland EU-weit die höchste Bettendichte und überdurchschnittlich lange Krankenhausaufenthalte aufweist. Die sofortigen Folgen: pauschale Forderungen nach Bettenabbau und Spezialisierung. Und die sind eben nicht nur Gift für die Grund- und Regelversorgung in der Fläche, weil dann eben Schließungen drohen. Diese Forderungen widersprechen auch dem geltenden Krankenhausplan. Denn der will ja gerade erreichen, dass sich die richtigen Krankenhäuser am richtigen Platz befinden, also die Versorgung regional zugeschnitten gewährleistet ist. Für eine zeitgemäße und vor allem auskömmliche Krankenhausfinanzierung erwarten wir von dieser und auch einer künftigen Landesregierung mehr als nur das Fortschreiben nicht wirklich funktionierender Pläne. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.